Alkohol ist die Volksdroge Nummer eins. Alkohol ist legal, aber auch tödlich. 30.000 Tirolerinnen und Tiroler sind alkoholkrank. Dazu kommen 60.000 Menschen, die ein Problem mit Bier, Wein oder Schnaps haben. In unserem Schwerpunkt Bewusst, gesund, wie süchtig ist Österreich, geht es heute um die Alkoholsucht. Klar ist, das Problem ist nicht neu, aber die Zahlen gehen trotz bester Therapien nicht zurück. Bewusst gesund. Wie süchtig ist Österreich? Es ist ein Genuss und es ist ein Fluch. Nur ein kleiner Schritt trennt den Alkoholgenießer vom Alkoholiker, wie Herr Peter leidvoll erfahren musste. Es war bei mir einfach schon plötzlich dieses Brauchen schon in der Früh. Ja, wo ich gemerkt habe, der Alkohol lässt nach. Und ich spüre diese Entzugserscheinungen, ja, die jeder eigentlich kennt. Zittern, Schweißausbrüche, bla bla bla. Also ich habe eigentlich einen gewissen Spiegel erreicht, den ich auch behalten muss, ja, um mich wieder normal zu fühlen. 30.000 Menschen in Tirol stehen an diesem Abgrund. 60.000 sind knapp davor. Die Sucht ist eine Krankheit, das betont man bei der Selbsthilfegruppe AHA in Lienz. Die 10 Mitglieder sind wieder trocken, wie sie betonen, aber das wird ihnen nicht gerade leicht gemacht. Es gibt natürlich genug andere Leute, für denen ist die Sucht keine Krankheit, sondern eine Willensschwäche. Da heißt, ja, das wird ein Problem sein, das tut man einfach lassen, das Glasl stehen lassen. Wenn das so einfach wäre, braucht man keinen Entzug, braucht man keine Suchtklinik und braucht man gar nichts. Es ist eine Krankheit. Im Krankenhaus Lienz beschäftigt sich der Leiter der psychiatrischen Abteilung seit Jahren mit der Krankheit. Hier werden auch Entzugstherapien angeboten. Mit Medikamenten ist Alkoholismus heute zwar in den Griff zu bekommen, sagt er, aber seit 40 Jahren bleibt die Zahl der Kranken gleich. Die Konzepte werden immer differenzierter, die Behandlungskonzepte, aber die Erreichungsquoten bleiben immer gleich niedrig. Wer sich also helfen lassen will, der hat ein qualifiziertes Angebot. Für die überragende Mehrheit der Hilfsbedürftigen allerdings kommt dieses nicht in Frage, weil es nicht in Anspruch genommen wird. Daraus schließe ich, die Behandlungskonzepte müssen dringend überdacht werden. Alkohol ist heute überall leicht zu bekommen, billig und rund um die Uhr. Alkohol ist ein gutes Geschäft und bringt Steuern. Bleibt die Frage, ob man das überhaupt ändern will. Wollen wir denn, dass gleich viel weiter getrunken wird oder nicht? Wenn Sie sich nämlich dagegen entscheiden, dann gibt es eine ganze Reihe von Grundbedingungen, die zu ändern sind. Das ist die Verfügbarkeit, das ist der Preis, das ist die Zeit pro Tag, an der Sie Alkohol kaufen können. Erst dann werden Sie insgesamt die Anzahl der harten Konsumenten und auch der Abhängigen wesentlich beeinflussen können. Über die Behandlungskonzepte hat es nicht funktioniert. Damit liegt klar auf der Hand, die Sucht hat nicht jeder für sich allein. Das Alkoholproblem haben wir alle. Und dazu ist jetzt bei mir im Studio Herr Professor Christian Haring. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben es gerade gehört, das Alkoholproblem, das haben wir eigentlich alle. Die Zahlen, die sind seit Jahren gleich, aber es wird weder von der Gesellschaft noch von der Politik etwas dagegen unternommen. Wollen wir das gar nicht ändern, das Alkoholproblem, das wir haben? Also wenn man das Alkoholproblem angeht, muss man es von verschiedenen Seiten angehen. Und so wie wir jetzt in dem Beitrag gehört haben, gehen wir sehr wohl vom therapeutischen Blickwinkel her an. Und da gibt es auch hervorragende Konzepte. Was wir tun müssten, ist diese Konzepte dahingehend öffnen, dass auch viele, die jetzt momentan diese nicht attraktiv finden, vielleicht doch sich persönlich auch angesprochen fühlen. Und die andere Seite ist dann auch die wirtschaftliche, dass man nämlich, was die Preisgestaltung, was Bewerbung, was Alkohol und Tourismus anbelangt, dass man hier einfach präventive Maßnahmen setzt, die in der allgemeinen Bevölkerung den Brocken
Kopfkonsum senken könnten. Andere Länder machen das ja vor, ja. Dass das gesetzlich viel strenger geregelt. Sagen Sie, man soll den Zugang zu Alkohol erschweren? Also grundsätzlich war ich immer der Meinung, man sollte die Menschen kompetent machen im Umgang mit Alkohol. Aber zunehmend sehen wir, dass Länder, in denen der Zugang reduziert wird, dass es Lizenzen braucht, um Alkohol auszuschenken, dass Altersgrenzen wirklich ganz konsequent beobachtet werden, dass die Länder schon einen reduzierten Konsum haben und vor allem in der Allgemeinbevölkerung. Man hat immer diese 5% schwer abhängig, aber der Pro-Kopf-Konsum in der Allgemeinbevölkerung sinkt und damit natürlich auch die sekundären Folgen für viele, die einfach zu viel trinken. Bei uns sinkt dieser Konsum noch nicht. Viele Tirolerinnen und Tiroler trinken jeden Tag Alkohol. Herr Professor Haring, ab wann wird es zu einem Problem? Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man nicht mehr die Wahl hat, sondern einen Zwang verspürt, Alkohol trinken zu müssen, dann hat man ein Problem. Aber es gibt auch 4 Fragen, die man sich selber stellen kann oder anderen, die einen recht guten Hinweis dafür geben. Die erste Frage ist, hast du schon einmal versucht, deinen Alkoholkonsum zu reduzieren, weil du das Gefühl hattest, das ist zu viel? Die zweite Frage ist, hatten sie Ärger, weil sie wer angesprochen hat auf ihren Alkoholkonsum? Die dritte Frage, fühlen sie sich schuldig aufgrund ihres Konsums? Und die vierte Frage, haben sie schon Alkohol trinken müssen in den Morgenstunden, um überhaupt ihren Aufgaben nachkommen zu können, den Augenöffner, Eye-Opener? Und wenn diese 4 Fragen gestellt werden und eine mit Ja beantwortet, dann ist die Situation schon kritisch und bei 2 Ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ein Alkoholproblem vorliegt. Wenn uns jetzt Leute zuschauen und sagen, oh Gott, das ist bei mir, ich sage da einmal Ja und zweimal Ja, was sollen die dann tun? Also es gibt die Möglichkeit, einfach Fachstellen anzusteuern. Man hat jetzt gesehen, zum Beispiel eine Gruppe in also Lienz oder in Losttirol. Es gibt auch den Verein BIN mit 9 Beratungsstellen in ganz Tirol. Fachärzte, aber auch der Allgemeinmediziner ist eine gute Anlaufstelle, weil er kennt die meisten und kann dann weiterhelfen, wo es Hilfe gibt. Ich bitte noch um eine kurze Antwort. Es gibt auch co-abhängige Menschen, die alkoholkranke Menschen unterstützen, die zum Beispiel in der Arbeit anrufen und sagen, mein Mann ist krank, obwohl er einfach betrunken ist. Wie reagiert man richtig? Indem man einfach die Probleme, die durch den Alkohol entstehen, nicht versucht wegzuräumen für den anderen. Weil je mehr man Probleme wegräumt, desto länger kann der Betroffene trinken. Und jede Unterstützung in Richtung Weitertrinken kann man als Co-Abhängigkeit bezeichnen. Dankeschön für Ihren Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Eine Zeit